Ja, herzlich willkommen ins weltweite Netz zu unserer neuen Ausgabe des Classic Talks auf TÜV Süd Classic hier. Ich habe mich diesmal nach Düsseldorf begeben zu unserem Kollegen Norbert Schröder, Leiter der TÜV Süd Classic Line, sitzt hier im Herzen der Oldtimer in der Classic Remise. Und heute geht es mal um das Thema Wertgutachten. Warum brauche ich das? Und gerade hier so ein Fahrzeug, wo ich doch ganz gut auch mal selbst bewerten könnte, das Fahrzeug, bieten die Versicherungen ja an. Aber warum macht es dennoch Sinn, Norbert, sich um ein richtiges Wertgutachten auch durch unsere Classic-Experten zu bemühen? Ja, warum eine Fahrzeugbewertung? Das Thema ist, dass man ja als Außenstehender ein Auto mal neutral einschätzt, neutral bewertet. Ist ja wie immer im Leben, wenn ich Eltern nach ihren Kindern frage, sind das immer die Besten. Ja? So ist es auch im Auto. Wenn ich dich nach deinem persönlichen Fahrzeug frage, dann schillern die Augen und schon ist da eine gewisse Romantik. Und von dieser Romantik müssen wir uns als Sachverständige natürlich in dem Moment verabschieden. Mhm. Und möglichst neutral wirklich die Stärken und die Schwächen eines jeden Autos rausarbeiten. Mhm. Und eine Bewertung, übrigens wird ja immer, man denkt dann, hört Bewertung, denkt sofort immer am Fahrzeugwert, was kommt unten raus. Ja. Aber für uns beginnt alles überhaupt mal mit einer Identifizierung. Mhm. Und das ist das Wesentliche auch. Mhm. Vielfach werden ja Bewertungen für Versicherungen gebraucht und da müssen wir einfach auch den Versicherern in der Bewertung klar machen, jawohl, es ist das Auto, so wie es da steht, was es auch zu sein scheint. Mhm. Das haben wir dokumentiert anhand Fahrgestellnummer, Motornummern und all diese Identifizierungssachen. Das ist für uns wirklich ganz, ganz wichtig. Mhm. Und wenn die Identifizierung erfolgt ist, dann geht es überhaupt erstmal daran, dass wir uns ein Bild von diesem Auto machen. In welchem Zustand? Dann sind wir schon wieder bei Zustandsnoten, die ja auch heiß diskutiert werden und zu Recht heiß diskutiert werden. Ne? Und dann kann man sagen, Fahrzeugbewertung, wenn man jetzt, ich schaue jetzt auf dieses Auto, was hier vor uns steht. Wunderschöner Kombi, USA-Ausstattung und diesem Auto sieht man ja an, dass es gelebt hat. Hm. So. Ganz deutlich, ja. Ja, genau, ganz deutlich, du sagst es schon, aber mit diesem Jahr ganz deutlich. Sagen wir immer noch nicht, dass es ein schlechtes Auto ist. Mhm. Autos, die gelebt haben, die ihre Kampfspuren, ihre Gebrauchsspuren, ihre Alterung zeigen, können ja dennoch interessante Objekte sein. Und das ist genau das, was wir rausarbeiten, wieder von neutraler Sicht. Was ist es, was hat dieses Fahrzeug für einen Status? Für wen könnte dieses Auto interessant sein? Und wie reagiert der Markt auf solche Autos? Mhm. Und jetzt sind wir wieder vom Bereich Zustandsnote, kommen wir schon langsam auf diesen Fahrzeugwert. Nachdem wir festgestellt und klassifiziert haben, in welchem Zustand ist dieses Auto, und dann geht es ja immer darum, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen. So, und dann müssen wir prüfen, wie reagiert ein Markt auf Fahrzeuge in einem solchen Status. Und daraus letztlich ergibt sich der Fahrzeugwert. Und daraus gibt es dann eine runde Sache, dass man also nochmal sagt, okay, es ist das und das Auto, es ist festgestellt worden anhand der Identifizierung. Das Auto hat die und die Stärken und die und die Schwächen. Daraus ergibt sich eine Zustandsnote 1, 2, 3, 4, 5. Und dadurch hat dieses Fahrzeug den und den Fahrzeugwert. Und dann ist das Auto ganz neutral dargestellt. Wann ist es besonders wichtig, ein Oldtimer-Gutachten vorweisen zu können? Auch das hat unterschiedliche Facetten. Ich glaube, die größte Facette ist, dass ein Versicherer grundsätzlich eine Fahrzeugbewertung in seinen Akten haben muss, um es überhaupt einzustufen, um es zu versichern. Ganz wesentlich, wenn es nämlich zu einem Schaden gekommen ist. Und das Schlimmste, was einem natürlich passieren kann, ist der Diebstahl. Das Auto ist weg oder es brennt komplett ab. Dann ist der Versicherungsnehmer grundsätzlich beweispflichtig. Der muss seinem Versicherer gegenüber beweisen, was für eine Art Fahrzeug er hat. Der Versicherer, der kann einfach mal ins World Wide Netz gucken und so ein paar Werte rausfinden und sagen, naja, dein Auto war vielleicht durchschnittlich. Und da ist das Allerwichtigste, das Wertgutachten zu haben. Nächste Facette ist, du interessierst dich für ein Auto. Weiß aber nicht so richtig, na, was kaufe ich da ein, wo sind die Risiken? Das ist wieder die Facette. Da sind wir dabei, das kann ja auch ein Dreierzustand sein, der aber dennoch, oder vielleicht Richtung 4, der dennoch für dich interessant sein kann, weil du bestimmte Anforderungen hast. Und die arbeiten wir in einem Wertgutachten raus. Dann haben wir letztlich natürlich auch so Dinge, die im Leben ja auch passieren, Scheidung,
Für den einen Partner ist das Auto Gold wert, für den anderen ist es nichts wert. Also auch da für die Gerichte müssen wir neutrale, immer dieses Wort neutral, das schwebt so über allem, im Prinzip neutrale Dokumente und auch Wertgutachten erstellen. Genau. Also, ich halte nochmal fest, ein Oldtimer-Gutachten ist wichtig, einmal für die Versicherung, eine neutrale Einstufung, oder als Unterstützung bei einer Kaufentscheidung, oder im Streitfall, wie bei Scheidung etc. Richtig? Genau so ist es. Und jetzt die Abschlussfrage, Norbert, wo kann ich so ein Gutachten erstellen lassen? Bei uns TÜV Süd. TÜV Süd, Klassikabteilung, und wir haben auch geschulte Mitarbeiter, und da findet sich mit Sicherheit auch ein Kollege in der Nähe des Objektes. Herzlichen Dank, Norbert. Ja, sehr gerne.